Hans und Gruß, denn so grüßt man gut, Freunde. Und damit begrüße ich euch nach längerer Zeit endlich mal wieder zu einer neuen Analyse, diesmal von Franz Kafka. Heute kommt die Personenkonstellation bzw. Inhaltsangabe. Darauf in dem Video kommt die Analyse und ein bisschen Background Stories. Das heißt, bleibt am Ball und viel Spaß jetzt mit dem folgenden Video. Die Verwandlung wurde von Franz Kafka 1912 schon zu Ende geschrieben, allerdings erst 1915 veröffentlicht. Auch die 70 Seiten sind nicht gerade viel, wenn man das sich mal so überlegt. Allerdings hat Franz Kafka in seiner Lebzeiten kein längeres Buch veröffentlicht. Die Verwandlung ist ein Drama über die Familie Samsa. Gregor Samsa, die Hauptperson in dem Stück und spätere Käfer, ist Händler von Beruf, fühlt sich allerdings darin nicht wohl und ist unterdrückt. Auch in der Familie fühlt er sich nicht gerade heimisch, er arbeitet nur, um als Versorger Dienst leisten zu können. Auch Grete Samsa ist eher eine unscheinbare Schwester. Sie hat ihre Position in der Familie noch nicht gefunden und entpuppt sich erst als Freund und danach als Feind Kafkas, Gregors. Natürlich gibt es in dieser Familie auch eine Mutter. Sie denkt, dass Gregor und die ganze Familie glücklich sei. Sie wird als etwas unterdrückt und auch naiv dargestellt. Unangefochtenes Familienoberhaupt ist allerdings hier der Vater. Er ist zwar nicht der Hauptversorger, wie es zu dieser damaligen Zeit üblich war, das ist nämlich Gregor, allerdings versucht er seine Machtposition mit aggressivem Auftreten zu verteidigen. Die ganze Handlung von Die Verwandlung ist in drei Abschnitte eingeteilt. Und der erste Abschnitt beginnt auch gleich mit der Verwandlung. Und zwar wacht Gregor Samsa, eigentlich ein Mensch, als Käfer auf. Er hält es für eine nicht lange andauernde Krankheit und bleibt erstmal im Bett liegen. Als dann allerdings der Prokurist seine Arbeit aufkreuzt und fragt, warum er denn so unentschuldigt auf der Arbeit fehlt und seine Familie und der Prokurist im Zimmer auftauchen, bemerken sie, dass der Sohn nicht länger ein Mensch ist. Der Prokurist flieht natürlich zuerst und die Familie versucht, sich die Lage irgendwie zu erklären. Eine Kontaktaufnahme zwischen Gregor und den restlichen Samsas ist allerdings sehr problematisch, da Gregor natürlich nur noch Tierlaute von sich geben kann. Außerdem wird dem Leser von der jetzigen Situation der Familie erzählt. Der Vater, der nämlich als Frührentner finanziell bankrott gewesen ist, dem müssen jetzt die Schulden abbezahlt werden und das übernimmt Gregor Samsa, indem er einen undankbaren Job angenommen hat. Als die Familie dann allerdings schnell merkt, dass ihre Lebensgrundlage verloren gegangen ist, da Gregor ja der Hauptversorger ist und niemand sonst arbeitet, bemerken sie, dass die Situation eng werden kann. Auf einmal tauchen aber irgendwelche Gelder auf, die die Familie anscheinend noch gespart hatte, von denen Gregor allerdings nichts wusste. Außerdem wird im zweiten Abschnitt die Beziehung zwischen Gregor und Greta, also der Schwester, deutlich. Sie ist leidenschaftliche Violinspielerin und Gregor will später ihr Studium am Konservatorium aufnehmen. Im Gegenzug will Grete sich um Gregor kümmern. Sie gibt ihm Essen und wäscht ihn und räumt das Zimmer auf. Muss allerdings auch bemerken, dass ihr einstiger Bruder Gregor Samsa immer mehr animalischere Züge annimmt. Als allerdings eines Tages die Mutter und Grete das Zimmer aufräumen will, damit Gregor mehr Platz zum Kriechen hat, will die Mutter auch das Bild, was im Zimmer hängt, Dame mit Pelz, abmontieren. Allerdings, naja, Gregor hat erotische Fantasien mit diesem Bild, versucht er, sich daran zu klammern. Das wertet die Mutter als Angriff, sie flieht und fällt in Ohnmacht, der Vater kommt heim und bewirft Gregor mit Äpfeln. Daher erleidet er starke Rücken- und Körperschmerzen. Nach diesem doch schon dramatischen Vorfall ändert sich einiges in der Familie Samsa. Der Vater und die Mutter und ich glaube auch die Schwester gehen wieder arbeiten. Und drei Untermieter ziehen in das Haus der Samsas ein, damit die Lebensgrundlage bestehen bleibt. Denn die Vorräte an Erspartem gehen zur Neige und Gregor kann ja natürlich nicht mehr arbeiten. Auch distanziert sich Gregor immer mehr weiter von der Familie. Die Familie schließt ihn in seinem Zimmer ein, Gregor wäscht sich nicht mehr alleine und isst auch sehr wenig. Sie haben es allerdings so geregelt, dass wenn die drei Untermieter zu Abend oder sowas außer Haus sind, lassen sie die Tür auf, sodass Gregor sich in diesem Haus irgendwie aufhalten darf und kann. Als allerdings einmal die Tür aufstand und ein paar Untermieter noch drin waren, nutzt Gregor die Situation, um seiner Schwester beim Violine spielen zu hören.
Und da entdeckt natürlich einer der Untermieter ihn und naja, sie ziehen sofort aus. Und da entdeckt natürlich einer der Untermieter ihn und die anderen folgen ihm, als er natürlich ausziehen will, weil er nicht mit einem Käfer unter einem Dach wohnen will. Und es kommt wieder zu einem Streit. Der Vater, der sich vorher in der Pflicht als Familienoberhaupt sah, Gregor zumindest zu dulden, Grete, die ihn vorher gepflegt und jetzt eben Angst vor ihm hat, die Mutter, die gar nichts mehr mit ihm zu tun haben will, stellen sich alle gegen Gregor. Grete sogar stellt als erstes den Antrag, dass Gregor endlich mal das Haus verlassen soll. Als Gregor auch endlich mitkriegt, dass er ungewollt in dem Haus und ungeliebt in der Familie ist, stirbt er am nächsten Morgen. Das Stück endet damit, dass die übrig gebliebenen Samsas, also alle außer Gregor, einen Wohnungswechsel anstreben, raus aus diesem Haus wollen und die Eltern sagen zu Grete, du bist eine junge, reife, aufblühende Frau, wir suchen einen Mann für dich. Das war sie also, die Dramatik, die Tragödie von Gregor Samsa in Die Verwandlung. Ein sehr aussagekräftiges Buch. Wie es mit der Geschichte steht, das wisst ihr jetzt. Wie es allerdings mit der Interpretation steht, das seht ihr in dem nächsten Video. Bis dahin, die Linke zum Gruß, haut's rein, Freunde.